Ganz herzlich willkommen zum Filmab, deinem Lieblingskinomagazin auf Star TV. Guten Morgen, Ehefrau. Guten Morgen, Ehemann. Don't ask me. Mrs. Gray, schau aus dem Fenster. What you know is true. Ich entführe dich über das Wochenende. Ich kann nicht glauben, dass das mein Leben ist, dass ich es mit dir verbringen darf. Oh, I love your precious heart. Grace Büro? Ich hole dich um 5 Uhr ab. Da bin ich vielleicht noch nicht fertig. Kann ich fahren? Nein. Das ist wunderschön. Ich habe es gekauft für uns. Ich liebe es. Christian, diese Lage ist perfekt. Ich werde dir ein fantastisches Haus bauen. Bitte sprechen Sie nicht mit meinem Mann, als wäre ich nicht hier. Anna. Sie dürfen mich Mrs. Gray nennen. Ich sollte öfter ungezogen sein. Wir werden verfolgt. Wie zur Hölle geht's dir, Anna? Jack, was willst du? Du willst also spielen? Ja, Sir. Christian. Hier kann ich dich beschützen und das werde ich tun. Du kannst mich nicht einsperren. Ich habe gelobt, dich treu zu lieben. Allen anderen zu entsagen. Hast du mit ihr geschlafen? Dir in schweren Zeiten beizustehen. Bis ans Ende unserer Tage. Wieso widersetzt du dich? Weil ich es kann. Los Angeles, da wollen alle mal Star werden. Du musst der Beste sein und nie aufgeben. Wenn ich vor den Leuten auf der Bühne stehe, denke ich bloß noch daran, was ist, wenn die mich auslachen? Du, Mann, du bist so furchtlos. Stella! Ich möchte auch so sein. Egal, ich tu's. Stella! Haben beide diesen Traum? Ich schätze, das haben wir. Willst du Star sein? Wir zeigen's allen. Achtung, wir kommen! Sein oder nicht sein! Für sie ist das unmöglich. Auch nicht in 1 Million Jahren. Aber was ist danach? Diese Stadt, Greg, die wollen mich nicht. Ich wünschte, wir könnten unseren eigenen Film drehen. Geniale Idee. Also da ist dieser Kerl, Johnny, richtiger amerikanischer Held. Wird von mir gespielt. Hat alles, sieht gut aus, viele Freunde. Und vielleicht ist Johnny auch Vampir. Sehen wir. Das Set der Gasse sieht exakt so aus wie die echte Gasse da draußen. Ganz genau. Wieso drehen wir nicht in der echten Gasse? Weil es ein echter Hollywood-Film ist. Nein, ja, klingt toll. Okay. Action! Ich hab sie nicht geschlagen. Echt nicht. Oh, hi, Mark. Was zum Teufel? Es funktioniert nicht, wenn du in die Kamera guckst. Und dann dieses wunderhübsche Mädchen. Alles für meine Prinzessin. Betrügt den Typen. Und dann dieser Karl Johnny. Brett durch. Niemand respektiert meine Vision. Du bist ein verdammter Schurke. Dreh den ganzen Film hier für dich, Craig. Oh, ihr macht mich alle verrückt, Lisa. Oh. Cut. Wieso sagst du Cut, Sandy? Ist cool. Echte Schauspielerei. Wenn du dich noch mit dem Kleid rumregeln willst, mach das doch, bevor du dir das Hirn weggepustet hast. Ich sehe das anders. Du willst das wirklich durchziehen? Wir werden es durchziehen. Wir zwei. Tommy, das ist doch nicht notwendig. Doch, sehr notwendig, sehr. Ich muss meinen Arsch zeigen, um diesen Film zu verkaufen. Ich glaube, du zielst ein bisschen zu hoch. Ich ziele, wohin ich ziele. Spiel einfach die Szene. Warum hat er Sex mit ihrem Bauchnabel? Er weiß doch, wo ihre Vagina ist, oder? Hi, Rondi. Danke, dass Sie Ihr Magic Castle anrufen. Hier ist Amber. Ja, sicher. $38 die Nacht. Ich hab euch gewarnt. Ein Klecks und ihr fliegt raus. Ah, bitte jetzt. Abmarsch. Draußen schmilzt es doch gleich. Es schmilzt auch hier drin. Aber Bobby. Aus. Danke vielmals. Nicht gern geschehen. Der Mann, der hier wohnt, der wird oft verhaftet. Diese Zimmer hier sind für uns verboten. Wir gehen trotzdem rein.
gesagt, wir haben Asthma und müssen sofort Eis essen. Hier, bitte. Haley, wir haben ein Problem. Mach auf. Der Sommer hat noch nicht richtig begonnen und da liegt schon ein toter Fisch im Pool. Wir wollen ihn wieder lebendig machen. Und Wasserbomben werfen sie auf Touristen. Möpse! Möpse! Ich hab versagt als Mutter, Moni. Ja, Mom, du bist eine Schande. Neuer Job? Ja. Wenn du arbeitest, wer passt dann auf Moni auf? Du bist nicht mein Vater! Das will ich auch gar nicht sein. Du kannst mich nicht so behandeln! Das weiß doch hier jeder, was bei dir läuft. Jeder. Sie weint gleich. Ich spüre immer, wenn Erwachsene gleich anfangen zu weinen. Warum schreit meine Mama? Sie reden nur. Sie müssen was besprechen. Siehst du, wir sind auf einer Safari. Los geht's, komm! Warte! Einen schönen Tag noch! Liebe dich, Barbie! Ich liebe dich auch! I have a dream. Noch nie habe ich mich meiner Mom näher gefühlt. Genau da, wo sie damals war. Vor so vielen Jahren. Nur diesmal wissen wir, wer der Vater ist. Du bist schwanger? Ja, das bin ich. Typisch, oder? Da wartet man 20 Jahre auf ein Date und dann kommen gleich drei auf einmal. Du bist meine Mom und ich liebe dich so sehr. Grausam, was die Zeit für Spuren hinterlassen hat. Ihnen hat die Zeit gut getan. So wie bei einem Baum oder Wein. Und Käse. Ich schaff das. Ich muss nur so mutig sein wie meine Mom früher. I was cheated by you. Ich bin Bill. Ich bin Donna. You know when. Die Welt ist riesengroß und so ich will Erinnerungen schaffen. It must come to Kann ich helfen? Look at me now. Sie vermisst ihren Freund. Welchen denn? Wir haben uns erst kennengelernt. Und du bist nicht so ein Mädchen? Absolut nicht. Normalerweise. Na los, Mädels! Sie hatte keine Angst. Sie hat es geschafft, weil sie nicht allein war. Sie hatte mich. Wir dürfen noch niemandem von dem Baby erzählen. Ich hab's nur Bill erzählt. Und ich nur Harry. Ich hab mit ganz vielen darüber gesprochen. Jetzt kann die Party losgehen. Grandma, du warst nicht eingeladen. Das sind die besten Partys, kleines Fräulein. Das Filmab auf Star TV kommt nächste Woche wieder mit aktuellen Kino-Highlights auf Star TV.